Fang mich, Mieze. Komm schon. Fang mich. Da komm. Brave Mieze. Fang mich. Irgendwie macht das sogar Spaß, wenn ich jetzt nicht gleich krepieren würde. Da kann ich leider nicht meinen Schädelzauber wirken, aber so wieder. Ach ja, ich werde für eine Kleinigkeit geheilt anscheinend, wenn ich mich rückverwandle. Wie mir gerade eben aufgefallen ist. Jetzt stirb endlich du. Ach Gott, ja. Wie sieht mein Inventar aus? Dass ich wieder nur den Shortcut erreichen kann. Ja, ich könnte ein paar Dinge verkaufen. Aber so wirklich lukrativ wäre das jetzt nicht. Dann geht's weiter. Oder ich könnte Teile mal am Kiosk verräumen. Ein leichter Stab. Mindeststufe 5. Ja. Kann ich den Kiosk eigentlich jetzt auch verkaufen? Nein. Ein Heiltrank. Ach Gott, ich habe schon wieder den falschen Zauber ausgewählt. Ich Idiot. Ja, das war's mit dir. Ist ja gut, dass nur noch ungefähr 80 Gegner fehlen. Nö. Nein, 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 nein! Ich sterbe! Ich sehe es kommen, ich sterbe! Puh. Boah, das war schon verdammt knapp jetzt. Und ich will eigentlich nicht das Spiel Komm Kätzchen, fass mich nochmal spielen. Tja. Händler von Kampfausrüstung hört sich schon mal gut an. Den verscherbeln wir auch gleich. Ja. Gibt's wieder einen Haufen Gold. Hauptsache, wir können hier einen Haufen nordischer, griechischer und genau. Hauptsache, wir haben einen Haufen nordischer und griechischer Waffen und Rüstungen hier. Aber nichts Amazonisches. Da kommt man sich doch irgendwo leicht verschaukelt vor. Aber seid's drum, es geht jetzt wieder zurück in den Dschungel. Quasi das Dschungelbuch, das wir hier schreiben. Und mal sehen. Ja. Das sind ja meine Gegnerchen. Ich werde einen Tank einwerfen. Und hoffen, dass ich irgendwie überlebe. So wäre es klug von mir gewesen, dass ich mir keinen Tank der Reinigung gekauft habe.
Damit könnte ich mich von diesen Bluttropfen treffen erlösen. Ja. Ach, da hinten ja schon wieder so ein Mistvieh mit. Das reicht's aber dann. Sehe ich aus wie einer Frühstück oder? Das nimmt kein Ende. Das ist ein Nest. Da ist definitiv irgendwo ein Nest. Das gibt's doch einfach nicht. Da muss ein Nest sein, das gibt's doch gar nicht. Und wir spielen doch wieder das nette Spiel Fang mich Kätzchen. Das ist ein Gesellschaftsspiel für 1 bis 99 Personen, je nachdem wie viele Katzen man zur Verfügung hat. Bevorzugt Raubkatzen. Ist in jedem Alter spielbar, obwohl Säuglinge würde ich da nicht mitnehmen. Die haben dann meist leichte Probleme mit dem Spiel. Und macht ziemlich Laune, hält auch fit, auch bis ins hohe Alter. Kann ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Mit Taranteln würde ich das Spiel übrigens in der Realität nicht machen. Die sind nämlich meistens zu klein, als dass man sie entdecken könnte. Aber mit einem Jaguar oder einem Tiger oder noch lustiger mit einem Gepard. Absolut kein Problem. Absolut familientaugliches Spiel. Empfohlenes Alter 10 bis 80. Und wir sterben. Nämlich genau. Doch nicht. Das ist lästig. Ich freue mich jetzt schon auf Sterben und dann sterben wir doch nicht. Aber das ist ewig hin und her gelaufen. Ich glaube, ich muss mit den alten Folgen reinziehen. War das beim Papa auch so? Es wird am Anfang immer so viel weggelaufen sind. Ach Gott, nein. Wir sterben. Boah, knapp. Ich Trottel habe die Vitalität nicht erhöht. Ach Gott, nein. Aztekische Armschienen, Mindeststufe 5. Leichte Klaue des Schnees, Baba. Leichtdolch, Mindeststufe 5. Wir haben mittlerweile welche Stufe erreicht? 4. Naja, fast. War immerhin fast. Egal. Falls ich in der heutigen Aufnahme, die noch etwa 20 Minuten laufen wird, da irgendwie noch durchkommen werde, freut's mich. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Das nächste Mal geht's wieder mit dem Barbar weiter. Obwohl ich glaube, dass es gerade ein ziemlicher Fehler ist, dass ich das so jetzt durchlatsche. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war. Ich spiele wieder das liebe Spiel Fang mich Kätzchen, so, Entschuldigung. Ich kenne meine eigenen Spiele nicht mehr.
Ich habe doch schon erwähnt, dass es eigentlich ein Gesellschaftsspiel ist, oder? Lauf schon, Amazon. Amazon sag ich schon. Oh, Backe. Ich fürchte, ich habe da leicht den falschen Gott ausgewählt. Aber das Zurücksetzen würde mich jetzt auch verdammt viel Energie, Dings kosten. Wo war das? Nicht L, auf C ist das. Auf O, auf P war der Teleporter. Auf D dreht man die Kamera, genau. Auf T war das, genau. Zurücksetzen des Fertigkeitsbaums kostet 80 Gold. Quartal. Die Beschwörungszauber. Ja, haha. Einmal probiere ich es noch, aber diesmal vorsichtiger, wenn wir es nicht schaffen, wähle ich eine andere Gottheit. Wenn die Verwandlungen cool sind, vielleicht hier doch nicht das Richtige. Oder man muss es einfach richtig spielen können. Habe ich allen Ernstes eine Großaxt aufgeklaubt? Ach Gott, nö. Ja, wie gesagt, schon langsam wird etwas Kleidung nicht schlecht, vor allem mit 16 Rüstungswerten. Rückzug! Puh, so knapp. Ich wollte jetzt eigentlich nicht das altbewährte Spiel Fang mich Kätzchen spielen, aber es lässt mir anscheinend keine andere Wahl. Ha, das ist besiegt. Der Kotelettenkrieger muss noch draufgehen. Ja, das ist Absicht, dass der Kotelettenkrieger noch draufgehen muss. Oh, verfehlt. Es trifft schon. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, es wird gar nichts mehr. Okay, ich muss also für die Amazonen, will ich schon wieder sagen, für die Schamanen meinen Kampfstil definitiv umstellen. Hier muss eigentlich noch irgendwo das Teil liegen, das der doch nicht fallen lassen hat. Ach Gott, schon wieder die Tarantel. Jetzt nicht mehr. Ja, da kann man sich schon der Moskito schwärmen. Und auch noch eine fette Tarantel. Und ein Kotelettenschütze, Entschuldigung. Ja, meine Geisterschädel verfehlen ja aber relativ häufig. Muss ich auch... Ist noch was? Ja, Tarantel, na toll.
Autsch, Backe. Autsch, Backe. Jeder kennt das Gesellschaftsspiel für 3-6 Russen, oder? Weil die Gegner sind ziemlich langsam im Vergleich zu den Jaguar. Weil ich mich da auch nichts einlassen möchte, um ehrlich zu sein. Ah, hier liegt noch das Päckchen. Ups. Hab ich das geplättert, oder? Sieht ja fast so aus. Na gut, dann kann ich mich jetzt heilen lassen.